Und den Kerl kennen wir doch hier noch. Oh, wisst ihr noch, ich glaube im ersten Kapitel, im Sommerkapitel, hieß der eine Kerl Fisti. Und diesmal heißt es Mistys Geschichte. Ich glaube, dem Paar geht es nicht mehr so gut. Fisti glaubte, jemand auf einem entfernten Hügel sehen zu können. Er winkte und hoffte, dass sie eines Tages Freunde sein könnten. Schau! Eine neue Art von Gubal. Es ist nicht gleich klar, ob sie lebendig oder tot sind. Wir sollten so tun, als ob wir das nicht merken. Der Schildermaler. Wir wollen sie ja nicht diskriminieren. Gut, also ich nehme an, unsere normalen Gubälle würden zerfetzen, wenn sie auf die Stacheln fallen. Also brauchen wir die hier. Können wir die hier auch befestigen? Wow, tatsächlich. Okay. Aber sie kleben nicht. So, dann wollen wir mal, sagen wir einfach mal so, ja, jedes zweite befestigen. Ist auch lustig, dass die Skelette die gleichen Geräusche machen wie die normalen Gubälle. Probieren, ich glaube, wenn ich das... Oh, Jesus! War da kein Stachel? Dem scheint es gut zu gehen. Nur 8 Stück soll ich sammeln. Wow, das ist ja relativ wenig. Was denn OCD? 26 Bälle sammeln. Oh, ich frage mich, wie viele das hier sind. Okay, Leute, wie machen wir das? Ich würde sagen, wir bauen einfach mal ein bisschen nach rechts. Oh! Ja! Nein, das wollte ich doch gar nicht. Oh. Ich wollte die Pfeife hier einsetzen, damit die mal... Ah ja, wenn ich die alle so nach links locke, dann entlaste ich das Gerüst etwas. Dann wollen wir mal... Zack. Oh, oh Jesus. Nein, das war nicht beabsichtigt. Oh, Jesus. Nein, nein, nein. Nein. Oh, egal. Dann müssen wir hier schon das Dingens machen. Oder? Ah, oh, das sieht so knapp aus. Probieren wir nochmal aus, ob es klappt. Sieht aber ganz okay aus. So, wie machen wir das? Leute, kommt ihr alle nach rechts? Rechts, 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 rechts. Alle. Nein, nicht aufpicken. Ihr sollt nach rechts, Mann. So. Weiter nach rechts. So, wie machen wir das jetzt? Oh, hoffentlich geht das nicht in die Hose. Ah, das sieht gut aus. Oh, Jesus. Moment. Ja, 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 ja. Okay, hier können wir nicht so bauen, dass wir zu eng werden. Bauen wir mal so. Und hoffen einfach mal aufs Beste. Den könnte ich ja auch noch runter machen, dann würden aber die hier links zerplatzen. Aber ich brauche den so oder so, also von daher, ich soll mal nicht so tun, als ob ich eine Wahl hätte. Oh nein! Oh, oh shit! Wie einfach alles zerplatzt ist. Okay, wenn ich das hier wegmache, dann... Die Spannung ist hier so hoch. Und was ist, wenn ich den hier wegmache? Nein, das kann ich nicht machen. Ich muss hier eine andere Lösung suchen. Ja, wie mach... Oh, joi, joi, das ist noch ein ganzes Stück. Ja. Wie? Ich, Ich muss nochmal gucken, was passiert, wenn ich das hier wegmache. Das wird dann nach hinten gezogen. Aber was ist, wenn ich hier genug Gewicht vorne dran mache? Wird es dann immer noch nach hinten gezogen? Weil das ist jetzt schon ordentlich Gewicht. Oh! Was genau bricht hier zusammen? Ich habe das immer noch nicht genau beobachtet jetzt. Ah ja. Also in dem Moment bricht das mittlere Teil hier uns zu tief nach unten ein. Nein! Ein Konstruktionsfehler!
Weil wenn uns das hier einbricht, dann ist ja alles kaputt. Jetzt die Frage. Wie machen wir das? Moment. Ich habe noch eine andere Idee. So, den Anfang machen wir einfach wie gehabt. Eins, zwei... Nein! Oh. Gut, hier will ich noch keine Fliegen benutzen. So, wie wollen wir das jetzt machen? Vielleicht... Mach mal so. Na, geh wieder hoch. Und so. Und dann vielleicht, wenn wir nicht so direkt gerade ausbauen, sondern in so einem kleinen Bogen nach schräg oben. Vielleicht hilft uns das. Vielleicht werden wir aber auch kläglich versagen. Das weiß ich noch nicht. Die Frage ist immer, ab was für einem Punkt ist das Gerüst so schwer, dass es volles Rohr abknickt? Gut, also das scheint noch zu gehen. Uah, das ist aber schon verdammt hart an der Grenze. Wo bauen wir jetzt hoch? Direkt hier oder hier? Ich glaube, es spricht eigentlich... Nee, sagen wir mal, bauen wir lieber hier hoch. Irgendwas sagt mir, wir sollen lieber hier hochbauen. Vielleicht sagt es mir auch mein eigenes Unverständnis und meine eigene Dummheit. Aber irgendwas hat mir gesagt, dass ich da lang bauen soll. So, noch zwei bauen. Oder, Moment, dich lege ich mal hier ab. Nee! Zurück, 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 zurück. Machen wir mal noch zwei. So, und... Nein! Ach, ich war nicht schnell genug. Okay, okay. Dann... probieren wir uns an der gleichen Geschichte nochmal. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ja, wir haben noch ein so ein Ding zum Stützen. Wenn ich das richtig mache, komme ich genau hier mit der Stütze hin und dann sollte das reichen. Moment. Meine Freunde ein bisschen zurückpfeifen, damit nicht so viel Gewicht hier vorne drauf ist. Nein, du, wo bist du? Ah, da bist du. Dich hätte ich aber trotzdem liebend gerne hier. Und dann machen wir eins. Nein, nein, oder? Nein! Oh mein Gott, ey! Dieses Vieh ist einfach rechts unten in den Abgrund reingerollt. Wie deprimierend! Nein. Nein. Nee, dann... Komm schon. Dann probieren wir das einfach mal so. Ja. Von mir aus. So sollte das jetzt auch reichen. Es ist zwar nicht optimal, aber für 8 Gubelle sollte das jetzt echt reichen. So, komm, komm schon. Nein, hier, da. Und nö, 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 nö. So. So, und jetzt kommt mal hier rein. Ja, ach, für 8 Stück reicht's auf jeden Fall. Ne? Sogar OCD? Was geht ab mit der schlechten Performance? Also ich denke, ich hätte es viel besser lösen können. Aber okay, OCD ist OCD. Finde ich okay. Dann kann ich diesen Clip schon mal missbrauchen für meinen OCD-Walkthrough. Na gut, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut wird, in Anführungsstrichen. Aber es hat gereicht. Yeah, die nächste Stufe. Das dritte Rad. Hey, sieh mal dort. Yes, 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 episch. Oh, hier haben wir einen neuen Gubal. Was sagt uns der Schildermaler? Eine furchtbare neue Art von Gubeln. Die schlimmste von allen. Sie sind sehr selten und deshalb recht einsam. Ich habe online gesehen, dass sie, wenn sie sich mit anderen Gubeln verbinden,
Dutzende von Liebesstacheln ausstoßen, die an fast jeder Oberfläche haften. Und haften bleiben. Die anderen Gubele vermeiden den Augenkontakt. Der Schildermaler. Puh, ganz schön am Rumhusten hier. Wow, ein Alien-Gubal. Mit riesigen schwarzen Augen. Sonst keine Tipps mehr? Okay. Dann probieren wir das doch mal. Wow, alles klar. Können wir noch wieder wegmachen? Alles klar. Dann nehme ich mal an. Wollen wir unseren netten gelben Gubal hier irgendwie befestigen? Oh! Okay, offensichtlich nicht so. Vielleicht so? Ah, ja. Gut, dann gucken wir mal, was hier weiter oben auf uns wartet. Okay, die Gubelle. Nee, oh nee, ich war nicht schnell genug. Nee. Hä? Ich wollte das kurz wechseln, aber meine Maus war nicht schnell genug. Nee, ich war nicht ich war nicht schnell genug, meine Maus war nicht schnell genug. Ah ja, okay. So geht das natürlich einfacher. Das können wir abmachen, das können wir auch abmachen. Hä? Nein, warum seid ihr runtergefallen? Ah, gut, egal. Oh, okay. Die schönsten sind immer gefährlich. Die Stacheln sind voll Hass und Gift. Der tödliche Schildermaler. Alles klar. Das heißt, auf was muss ich hier achten? Was für Stacheln? Oh, die Stacheln. Oh, shit. Okay. Dann nehmen wir die hier mal mit. Also diese knochigen Dinger brauchen wir wahrscheinlich, um uns zu schützen. Nehme ich jetzt einfach mal so spontan an. So, wie machen wir das? Wie machen wir das? Nein! Nein, nein! Oh mein Gott. Haftet es? Haftet es? Ah, Glück gehabt. So, wir müssen das hier dran haften, an einen von diesen grauen Blöcken zwischen den Stacheln und dann schnell mit den Schädeln. Ah, kacke, wir haben gar keine Dinger mehr zum Rückwärtsgehen. Keine Fliegen mehr. Okay. Oh, kacke. Das sieht sehr unsicher aus. Aber es sollte reichen. Oh, da hat sie zerfetzt. Da hat es sie zerfetzt. Egal. Alles ist noch drin. Hoffe ich. Ja, nehmen wir mal so ein grünes Ding. Ich frage mich, was alles eingesaugt werden kann. Also die hier und die da. Oh, Glück. Ah, okay. Die Schädel können wir zum Glück auch aufsaugen, sonst wäre das ganz schön eng geworden. Aber es hat gereicht. Es hat gereicht, Leute. Wir haben es noch geschafft. Diesmal erhalten wir einen etwas gemischten Gutdrink. Lakritze mit Apfelgeschmack und Lippenstiftgeschmack und Knochenmehl. Puh, also wenn ihr euch fragen wolltet, wie bei Oblivion Knochenmehl schmeckt, Tränke, die ich aus Knochenmehl herstelle, ne? Hier in World of Goo gibt es auch nochmal eine Kostprobe davon. Sauerei! Wasserschleuse. Heureka! Na, hier haben wir wieder was Kreatives. Was haben wir da? Wo ist die Röhre? Oh, da oben. Ah, oh, hier haben wir wieder so eine komische Kassette oder dieses Quadrat, dieses Rechteck mit den Augen. Da steht... Vorsicht!